Über mehrere Tage wurde in der Wembley Arena fieberhaft gearbeitet für das Vans Generation 97, für das größte Skateboard-Event der Geschichte. Wurde reichlich Schweiß vergossen. Das größte Event in der Geschichte in Großbritannien, muss man dazu sagen. In den USA gab es schon Events von dieser Größenordnung. Es entstanden Halfpipes, wie sie zuvor noch nie gesehen wurden. In England ein super Streetkurs und die Top-Skater der Welt waren gekommen. Das Preisgeld 50.000 US-Dollar. Chris Innes ist vom Redland Skatepark in Northampton. Er half das Event zu promoten und er sagte, Redlands war zu klein für diese Veranstaltung. Da passen nur 500 Leute rein, aber die Nachfrage war riesengroß. Wir hatten einen Run auf die Tickets. Also hat Phil McIntyre Promotions uns geholfen, die Wembley Arena in Land zu ziehen. Und schon bald begannen die Arbeiten und die Vorbereitungen. Ich bin froh, dass das so gut funktioniert hat. Wir haben Dave Duncan angeheuert, den US-Amerikaner. Er ist einer der besten Pipe-Designer der Welt. Dazu kam Tim Penn. Das hat uns natürlich ein bisschen Kleingeld gekostet, aber wir haben tief in die Tasche gegriffen, um das Beste vom Besten hier in die Wembley Arena zu zaubern. Die Vert Ramp ist 16 Meter hoch. Das gab es noch nie in dieser Form. Und die Profis waren hellauf begeistert. Ich denke, wir haben gute Arbeit geleistet. Street Skaten wird immer populärer. Das Ganze ist nicht so gefährlich wie andere Disziplinen, BMX World beispielsweise. Und es gibt inzwischen auch viele Europäer, die das Niveau der US-Amerikaner erreicht haben. Es ist kein sehr teurer Sport, insofern haben die Kids keine Probleme, das bisschen Taschengeld zusammenzukratzen, um sich ein Brett zu kaufen. Die Tricks sind teilweise brutal schwer, sehen verdammt einfach aus, aber das ist alles andere als einfach und viele gehen da ganz verbissen ran, probieren so lange einen Trick, bis er schließlich klappt und meistens kriegen sie es dann auch hin. Alles nur eine Frage der Zeit. Und man kann sich natürlich immer verbessern, das ist ja gerade das Schöne am Skateboarden. Da gibt es nie eine Grenze, da ist niemals Schluss. Es geht immer weiter, man kommt immer höher. Probiert immer schwierigere Tricks aus. Street Tricks, die Flips, die Ollies, die Grinds, die Jumps. Die 50-50 Grinds. Wir sehen hier ein paar Highlights der Qualifikationsheats. Bad man!
John Bostic ist ein Skateboard-Oldie, ein Insider. Und er sagt, die Popularität, die ist nach oben gegangen. Vor 10 Jahren gab es dann den Einbruch. Aber das ist immer so, das wird auch immer so bleiben. Das geht wellenartig wie in der Wirtschaft. Seit 30 Jahren gehöre ich jetzt zum Skateboard-Circuit. Da habe ich schon viel mitgemacht und schon viel erlebt. Aber es kommt immer mal wieder was Neues. Trends, die sich fortsetzen. Trends, die alles in allem aber nicht aussterben. Da gibt es jetzt diese Longboards, die ich sehr gern mag. Da muss man nicht ständig durch die Gegend flippen mit dem Brett, sondern kann es ganz, ganz ruhig angehen lassen. Skateboarden wird bleiben. Die Zahlen gehen wieder nach oben. Und das Fernsehen ist meistens überall präsent, wo es größere Shows gibt. Vor 5 Jahren hätte es eine TV-Show über dieses Event noch nicht gegeben. Heute geben sich die TV-Anstalten die Klinke in die Hand. Die Halfpipe, die war die größte, die es jemals gab in Großbritannien. Die besten 30 Worldskater der Welt waren da, allen voran der Superman, die lebende Legende Tony Hawk. Hier die Highlights der Prelims. Der Prelims. Die Finals zeigen wir später. Zunächst ein Interview mit Tony Hawk. Das ist ein super Event hier. Die Vertramp ist die beste, die ich je gesehen habe bei einer Competition, bei einem Wettbewerb. Die Transitions sind klasse. Die Vert ist länger, größer als üblich. Und trotzdem ist das ganze Ding nicht monströs. Trotzdem hat man ein super Gefühl. Die Pipe ist sehr, sehr schnell und vor allem auch extrem breit. 15 Meter hat man da auszufahren. Aber es war nicht nur eine Pipe für die Skateboarder, sondern auch für die BMX-Profis wie Matt Hoffman, Jamie Bestwick, Steve Swope und Simon Sabron. Die Pipe war nicht designt für die BMXer, aber trotzdem kamen die gut zurecht, zeigten Riesensprünge und hatten mächtig Spaß. Ein paar Aktionen der Qualifikationsheats. Viele von diesen Jungs sahen wir ja auch bei den Extreme Games, Matt Hoffman beispielsweise, der auch schon zu den lebenden Legenden zählt, der sich inzwischen Gedanken macht, ob er seine Karriere fortsetzen kann, nach vielen Verletzungen, die er davontrug. Wir machen gleich ein bisschen Werbung, zeigen dann anschließend die Finals von Halfpipe und Street. Also noch mehr Action aus Wembley vom Vans Generation 97. Bis gleich.
zur Men's Generation 97. Andy McDonald und Tony Hawk über die Favoriten bei diesem Event. Und Andy sagt, Tony ist auf jeden Fall die Nummer 1. Vielleicht mit Barrick West und Rune Wusberg. Die sind ebenfalls gut drauf. Es kommt auf den einzelnen Run an. 45 Sekunden hat man Zeit und da muss einfach alles stimmen in diesen 45 Sekunden. Wenn es klappt, ist man vorne. Ich versuche viele Kombinationen, sagt Tony Hawk. Genauso wie die anderen natürlich auch. Versuche die Rampe voll auszunutzen. Versuche den Speed zu halten. Wenn ich ein, zwei gute Durchgänge hinbekomme, dann versuche ich noch ein paar Heelflips, Kickflip-Stuff-Kombinationen. Flip-Tricks gehören natürlich immer dazu. Man muss das riskieren. Wenn es hinhaut, ist es gut. Wenn nicht, dann muss man sich auf den nächsten Durchgang konzentrieren, auf den nächsten Run. Man hat ja schließlich drei. Aber man muss einfach das Risiko eingehen, zumal wenn ein Tony Hawk mit dabei ist. Da gilt nur alles oder nichts. Man muss auf dem Board bleiben, das ist ganz klar. Man braucht den Speed und man muss die schwierigsten Tricks hier zeigen, gerade in dieser gigantischen Rampe. Die Transition beträgt 3 Meter, der Wordbereich 60 Zentimeter. Also hat man hier viel mehr Raum, viel mehr Platz, kann viel mehr Speed aufnehmen und kann dementsprechend auch sehr viel höher springen. Wordskaten ist extrem populär geworden, denn es ist für die Fans sehr gut nachvollziehbar. Das Ganze ist eine Riesenshow. Beim Street-Event ist das nicht immer so und das Ganze ist auch nicht so gut zu sehen und nicht so spektakulär vor allem. 15 Sekunden und Tony wird 16 Tricks zeigen, 16 Mal die Wand attackieren. Das macht ihm sonst keiner nach, die anderen bringen es vielleicht auch 10 Tricks. Rune und Andy McDonald, Bob Mernquist, das sind die Jungs, die ich hier beobachten werde. Das sind die, die ich fürchten muss. Das World Ramp Finale, 10 Skater, 3 Durchgänge, A 45 Sekunden. Vierter wurde der Brasilianer aus Rio de Janeiro, Bob Burnquist. Zweiter bei den X-Trials in Rio. '95, da sahen wir ihn schon beim World Cup in Münster. Dort wurde er Achter, hat sich stark verbessert. Bei den X-Games nicht ganz vorn zu finden. Rob Burnquist. Und der Maestro selbst, Tony Hawk, er ließ es zunächst etwas ruhiger angehen, doch abwarten, das war noch lang nicht alles. Die Legende, der größte Star des Skateboard-Circuits, Tony Hawk. Den Maestro sehen wir gleich nochmal in der World. Zunächst zum Dänen Rune Glifberg, der wurde Dritter. Platz 3 für den sympathischen Mann aus Dänemark. Andy McDonald ist der Erzrivale von Tony Hawk. Er kommt aus Boston, war der Champ bei den X Games 96, in diesem Jahr in San Diego Zweiter in der Kategorie Streets. Und er ist sowas wie der ewige Zweite, musste sich auch diesmal wieder von Tony Hawk geschlagen geben. $4,500 als Schmerzensgeld. Und reichlich Spaß hat er natürlich schon, vor allem
in dieser Monster Punch. Andy McDonald. Noch einmal gehört die Show Tony Hawk, dem Mann aus San Diego, der die X-Games ganz locker und easy gewann, zumindest das World Events. Da zeigte er 5 Mac-Twists in Folge und das macht außer ihm niemand weltweit. Tony Hawk, der Champion, die Nummer 1, die lebende Legende, der Maestro, der Superstar, der Beste und der Beliebteste unter den Skateboardern. Ihn kennt jeder. Egal wo man ist, in welchem Winkel dieser Erde, sieht man dort irgendjemand auf einem Skateboarder mit Inline-Skates, auf einem BMX-Bike und fragt man ihn noch Tony Hawk. Dann werden die Augenbrauen nach oben geschoben und dann heißt es Tony, ja, der ist eine Klasse für sich. Tony Hawk, auch beim Vans Generation 97, nicht zu schlagen. Ein Skateboarder aus einer anderen Sphäre, aus einer anderen Dimension. Und er hat immer wieder ein paar neue Tricks, die er zeigt. Von der World in die Streets, die Street Finals. Zunächst ein kurzes Interview mit Rod Clark. Er sagt, es ist das erste Big Event in England. Klar, dass das keiner verpassen wollte. Ein super Skatepark, extrem groß. Faszinierend. Ich habe noch nie so viel Spaß gehabt auf einem Streetcourse wie auf dem in der Wembley Arena. Er war nicht der Einzige, der auf seine Kosten kam. Da war der US-Amerikaner Jaya Bandarov, der Fünfter wurde. Platz 4, der englische Profi Jamie Thomas. Er finishte die 2 Minuten in Style. Total verrückt. Es gab 20 Qualifier und die hatten 2 Minuten-Heats, um das Beste zu zeigen. Die besten Tricks. Jamie Thomas, immerhin. 4. beim Street Event. Und sein Abgang hatte auch etwas ganz Besonderes. Jamie Thomas gilt als ziemlich verrückt, was er hier auch demonstriert und unterstreicht. Und tschüss. Sein Landsmann Danny Wainwright belegte Platz 3. Ein Powerman. Einer, der erst seit wenigen Jahren Events bestreitet, einer, der es einmal schaffen will, bis hin zu den Extreme Games. Wainwright, die Nummer 3, die Nummer 2, Tim Brauch aus den USA. Ein Stylist, einer der vielen US-Amerikaner,
die als Supertalente gelten. Einer, der schon als Fünfjähriger auf dem Brett stand. Und dann kam auch hier noch einer der Superstars, Chris Sen, der Extreme Games Champ in der Kategorie Streets in den Jahren 95 und 97, also auch in San Diego. In diesem Jahr war er da ganz klar die Nummer 1. Chris Sen, der inzwischen Vater ist, hat einen kleinen Sohn. Und was der mal wird, steht wohl nicht in Frage. Mike Valley setzte sich auch noch in Szene. Schickte sich an, hier den Jaguar zu zerstören. Der beste Trick von Rune Glitberg, von dem Mann aus Dänemark. Der beste Bird Trick. Mike Krum, hier auf Platz 2. Und Bob Burnquist, der Mann der Supertricks. Nun gab es noch einen Wettbewerb, Highest Air. Bis zu 3,50 Meter hoben sie ab. Andy McDonalds 3,28 und der Brasilianer Sandro 3,32. Und dann blieb am Ende noch genügend Zeit, um den Jaguar auseinanderzunehmen. Insgesamt war es ein Riesen-Event, das Vans Generation 97. Die Nachfrage war gigantisch, die Wembley Arena war nicht so groß. Und es wird eine Neuauflage geben im Jahre 98. Man wird dann wohl einen neuen Jaguar brauchen. Das war's, die Action vom Vans Generation 97. Vom größten Skateboard-Event der Geschichte in Großbritannien. Das sah auch Dave Duncan so.